Wir waren alle Ukrainer, jetzt sind wir laut Annalena Baerbock, der Bundesaußenministerin, feministische Außenpolitik ist ihr Zugpferd, jetzt sind wir alle Israelis. Ich bin gespannt, wie sich dieser Satz dann anhört, wenn die Geflüchteten aus dem Gaza in Deutschland ankommen. Darüber sprechen wir heute in dieser Sendung noch ein paar andere Themen. Das ist die Dave Brüch Show. Mein Name ist praktischerweise Dave Brüch. Wir haben priorisiert und angefangen bei den Kindern und Jugendlichen. Einige wurden über Island ausgeflogen, andere sind nach Jordanien mit dem Bus gebracht worden von dort. Wir fangen mal ganz kurz an beim Thema von der letzten Sendung. Also es gab ja dieses Zitat von Baerbock, ebenfalls von Baerbock, dass die Leute auch mit dem Bus fahren können nach Jordanien. Ja, also aus Israel einfach nach Jordanien und dann nimmst du einfach einen Flieger. Easy going. So, jetzt hat die besagte Schulklasse oder Schulausflugsgruppe, Schüleraustausch, haben sich gemeldet. Die haben selber ihren Rückflug übrigens organisiert. Die kommen aus Ettlingen oder so in der Nähe von Stuttgart, irgendwo Baden-Württemberg. Die wollten natürlich das Land verlassen auf eigene Aussage, dass ihnen das deutsche Außenministerium nicht helfen konnte. Sie hatten aber glücklicherweise in einem Hotel eine isländische Anwältin kennengelernt und die hat ihnen dann geholfen, das war nur eine Gruppe von 12 Personen, über das Außenministerium in Island das Land zu verlassen. Und diese Lehrer innerhalb dieser Gruppe, haben selbst einen Bus gechartert. Einige wurden über Island ausgeflogen, andere sind nach Jordanien mit dem Bus gebracht worden. Um mit dem Bus von Jerusalem nach Jordanien zu fahren und da mit Island Air abzufliegen, weil Island Air nicht mehr von Jerusalem fliegen konnte. Das heißt, die Baerbock hat diese Geschichte erzählt, die an sich schon eine Frechheit war, und von vielen so empfunden wurde, weil ja alle anderen Länder da die Leute ausgeflogen haben. Aber die deutsche Luftwaffe sagt, es gab noch nicht genug Bedrohungslage. Im Prinzip habe ich auch alles im Telegram-Kanal geteilt. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gelesen. Der Link zum Kanal ist unter diesem Video verlinkt. Das heißt also, es hat noch nicht mal das Außenministerium diese Busse organisiert, sondern das haben die Lehrer selbst gemacht. Und dann sind die nach Jordanien und dann sind die mit Island Air nach Island geflogen. Wirklich nach Island, nach Reykjavik. Ich meine, ich war mal auf den Faröer Inseln. Das ist eine ganz schöne Ecke nördlich von Europa. Und da hat sie dann die deutsche Botschafterin in Island hat dann diese Schulklasse in Empfang genommen. Also das Debakel ist einfach perfekt. Man muss sagen, die hat ihr Briefing anscheinend auch nicht richtig gelesen, hat da noch die Hälfte reingestammelt. Das ZDF hat sogar diesen Ausschnitt gelöscht aus der Mediathek. Natürlich ist er überall im Internet. Findet man, glaube ich, auch auf Telegram. Also auf jeden Fall, weiß ich nicht, wie das bei YouTube ist, aber bei TikTok findet man das noch. Wahnsinn. Bis nach Reykjavik. Von Israel nach Reykjavik. Bauen eigentlich nur auf die privaten Fluggesellschaften. Außer für die Besuchsflüge wird dann die Luftwaffe genutzt, also damit halt die deutschen und europäischen Politiker einreisen können für Fototermine. Ja, das freut natürlich die Leute und es kommt einem so vor wie das Verhalten von gemeinen Eltern, die den Kindern jetzt mal sozusagen sagen, stellt euch mal nicht so an. Ja, aber das ist irgendwie ein bisschen das Ungleichgewicht zum Rest der spendablen Art und Weise, wie sonst verfahren wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich es derart Alexander Wagand-mäßig umschreibe. So, und dann sehen wir Ägypten. Ihr könnt ja nochmal auf der Weltkarte gucken, wo Ägypten liegt. Ja? Also Ägypten hat eine direkte Grenze zum Gazastreifen, aber Ägypten sagt, wir nehmen keine Flüchtlinge aus Gaza auf. Hier ein Einspieler dazu. Warum macht Ägypten den Grenzübergang für palästinensische Flüchtlinge nicht auf? Was die ägyptische Regierung auf keinen Fall will, und das ist die Antwort auf deine Frage, ist, dass Massen von Menschen jetzt unkontrolliert nach Ägypten einreisen. Da geht es, so sagt es auch der ägyptische Präsident, um eine Frage der nationalen Sicherheit. Man will also verhindern, dass Zehntausende, möglicherweise ja irgendwann Hunderttausende Palästinenser
längerfristig nach Ägypten einreisen. Da will man also sich deren Probleme, so muss man das interpretieren, auch vom Leib halten. Man will nicht, dass Terroristen ins Land kommen, dass eine Terrorgefahr in Ägypten steigt. Also da versuchen die ägyptischen Behörden jetzt in dieser unübersichtlichen Lage zu verhindern, dass da Tatsachen, dass da Fakten geschaffen werden, die es ja schwer zu kontrollieren gäbe in den nächsten Jahren. Unterm Strich muss man sagen, die Ägypter wollen, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern dort gelöst wird und eben jetzt nicht in ein Drittland, also nach Ägypten, verlagert wird. Also man befürchtet hier eine Masse von Menschen, man hat Angst um die nationale Sicherheit und man hat auch Angst, dass Terroristen ins Land kommen könnten. Ja, die Ägypter, die, sagen wir mal, haben wir eigentlich vermutet, kulturell offen sind genau für Flüchtlinge aus Gaza, sagen, sie möchten die nicht haben. Und es wird schon davon gesprochen, dass halt viele von den Flüchtenden natürlich dann, keine Ahnung, mit dem Bus über Jordanien nach Deutschland kommen. Ich weiß es nicht genau wie oder ob man die ausfliegt. Auf jeden Fall sollte man dann nochmal über den Satz vom Anfang nachdenken, von der Außenministerin. Übrigens macht es Polen so ähnlich wie Ägypten. Die sagen einfach generell, dass sie da niemanden reinlassen möchten. Und sie haben innerhalb der Europäischen Union den höchsten Zuwachs im Bruttosozial- und Bruttoinlandsprodukt. Sie haben die geringste Arbeitslosigkeit und die geringsten Schulden seit der großen C-Krise gemacht. Ja, und jetzt gibt es natürlich mittlerweile da viel Diskussion. Ja, also das Migrationsthema ist ja sowieso schon eine Woche vor der Wahl auf die Agenda gekommen, also ist jetzt schon 2 Wochen dabei. Und diese brisanten Anschläge, Kriegshandlungen, Verbrechen führen dazu, dass sich auf einmal sogar die Fraktionen im Bundestag einig sind. Zum Beispiel, dass sie bestimmte terroristische Vereinigungen nicht mehr finanzieren wollen. Oder einige Vereine verbieten wollen, dass die da sozusagen zu viel Spektakel machen. Und das sind diesmal keine Reichsbürgervereine, so wie ich das jetzt gehört habe. Also auf einmal ist man sich da einig, könnte man sagen. Ja? Außerdem, die USA sind ja schon auch sehr erpicht darauf, auch Israel zu unterstützen, haben die Finanzierung für die Ukraine abgeblasen. Ist ja schon ein Flugzeugträger unterwegs nach Israel und sie möchten auch Waffen senden an Israel, damit vermutlich die Israelis nicht mehr gezwungen sind, zum Beispiel weißen Phosphor einzusetzen, was ja bestätigt wurde von verschiedenen Organisationen und Menschenrechtsorganisationen und so weiter, aber die haben ja auch nicht unterschrieben, dass sie keinen weißen Phosphor benutzen. So, und da möchte natürlich die USA mit einfach mal besseren Waffen, intelligenteren Bomben einfach auch ein bisschen mithelfen, könnte man sagen. Gleichzeitig haben wir dann natürlich immer noch so ein bisschen die normale Politik, die nationale Politik und da gehen natürlich die Sachen auch weiter voran. Wie zum Beispiel jetzt das Thema digitaler Euro, ja, der ja dann erstmal nebenbei eingeführt als zusätzliche Option. Das braucht man natürlich, damit man mehr weiß, wie geht es den Menschen eigentlich. Ja? Wofür geben sie eigentlich ihr Geld aus zum Beispiel? Oder ja, wie ist eigentlich so ihr CO2-Fußabdruck? Denn wir sehen ja, diese Daten fehlen den Politikern, wenn sie dann mal im Fernsehen gefragt werden zu irgendwelchen Preisen oder Einkommen, wie zum Beispiel Robert Habeck in mehreren Interviews, der hat gar keine Vorstellung davon, wie viel die Leute verdienen. Ja, 100.000, 200.000, 500.000, keine Ahnung, wie viel die Leute jetzt verdienen. Also für die Leute, die viel verdienen, ist natürlich die Inflation jetzt nicht so schlimm und so. Wenn ich jetzt 500.000 verdiene, ne? Ja, oder wenn ich eigentlich 2 Milliarden im Jahr verdiene, weißt du, dann, ey, come on, Mann, ey, dann kostet die Butter halt 2 Euro oder 3 oder 5 oder was ich auch, was die Butter kostet. Ne? Und billige Autos, ja, keine Ahnung, 30.000 Euro oder was auch immer. Ja, und deshalb braucht man natürlich diesen digitalen Euro, damit man weiß, so viel haben die Leute, also so viel Geld haben sie und so viel Geld geben sie für etwas aus. Und wenn diese Daten dann vielleicht auch den
Wirtschaftsminister und Klimaonkel erreichen würden, dann hätte der vielleicht auch mehr Ahnung davon. Und deswegen ist es natürlich ein wichtiger Schritt, dass das halt noch weiter digitalisiert wird, damit er auch weiß, wie viel eigentlich so ein Auto kostet und was teure Autos sind und was billige Autos sind. Ja, sehr teure Autos habe ich jetzt gesehen in auf so einem Autotransporter, wo die Autos explodiert sind und Feuer gefangen haben. Es waren aber keine Elektroautos. Manche Leute verbreiten ja das Gerücht, Elektroautos würden spontan explodieren oder solche Sachen. Nein, es waren Hybridfahrzeuge. 8 Hybridfahrzeuge sind auf einem Autotransporter in Flammen aufgegangen und in Butzbach, Hessen, glaube ich, ist das Ding dann eingefahren, in den Hafen, wollte ich schon sagen, in den Bahnhof. So, weiß nicht, ob sich so etwas vielleicht noch häuft. Wir werden sehen. Aber eine absolute Spitzentechnologie und auch auf jeder Ebene, muss man sagen, das ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Bei der Ampelregierung, bei allen drei Parteien, aber insbesondere stechen natürlich die Grünen immer besonders hervor, durch ihre absolute Kompetenz und auch, weil sie einfach so viele Leute haben, die halt auch ständig etwas sagen müssen. Aber eigentlich nicht so richtig wissen, worüber sie sprechen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, meine Lieben, ich bin mir sicher, dass der Spruch vom Anfang von Baerbock sich auf jeden Fall nochmal, an den werden wir uns nochmal erinnern. Passt auf euch auf, ganz liebe Grüße, bleibt stark und immer fleißig weiter rocken. Abonniert den Kanal und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich sehr freuen. Ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, euer Dave.